Electronic Arts. Eine fiese Katze. Ein geiles Lächeln. Spicy Horse. Und Unreal Technology. Das kann nur eins bedeuten. Wir sind wieder in der verrückten Welt von Alice Madness Returns. Ja, ich sage wieder, weil wir diese Welt schon kennen, also zumindest die, die meinen alten Kanal verfolgt haben. Weil wir das da schon gespielt haben. Ich weiß gar nicht bis zum wievielten Part, aber auf jeden Fall schon ein bisschen was. Und es gab halt immer so Probleme mit Asynchronität und so, das wisst ihr ja. Und das müsste jetzt hoffentlich gefixt sein. Ich hoffe es einfach mal. Also ich bin mir fast sicher. Wenn nicht, dann ja, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, mir hat das Spiel auch extrem Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt nochmal spielen kann. Nur halt immer diese Asynchronität und so hat mich dann halt, ja, immer ein bisschen zurückgeschlagen von dem Spiel. Also da habe ich keinen Bock mehr so wirklich drauf gehabt. Und jetzt habe ich aber wieder Bock drauf. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Ich heiße euch natürlich herzlich willkommen in der verrückten Welt, in der nichts ist, wie es scheint. Ich habe hier schon mal kurz eingespielt, zum gucken, ob es auch wirklich funktioniert. Wir machen jetzt aber ein neues Profil. Ein neues Profil namens Freaky 220. Freaky 20, genau. Eigentlich wollte ich 2.0, aber was soll's. Jetzt nehme ich doch das. Oh Mann. Wartet ganz kurz. Das muss natürlich passieren, ist ja ganz klar. Professionalität hoch 10. So, jetzt. Und wir starten ein neues Spiel. Das natürlich nach dem Vorgänger Alice. Oh, ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas mit York oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall kenne ich den leider nicht. Den werden wir vielleicht auch noch spielen. Aber ich glaube, den gibt's gar nicht. Doch, für PC müsste es, glaube ich, geben. Bevor ich jetzt noch mehr laber, sage ich herzlich willkommen und wir starten das Spiel. Auf normal. Ja, vielleicht ein ganz klein bisschen heller, weil bei Let's Plays ist es immer ein bisschen dunkler. Nein. Und los geht's. Nach diesem netten Ladevorgang, in dem ein Schlüssel hin und her schwingt. Also, ein Schlüssel hin und her schwingt. Ein Schlüssel hin und her schwingt, der jetzt vielleicht irgendwann mal verschwinden sollte. Nicht. Dann nicht. Und da ist er wieder, der Schlüssel. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte. Du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Frühjahr. Sergeant, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? Oh, God.
So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten Sie bereits. Ziemlich oft. Und... Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also... Vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Papst wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte... Die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt daheim, Charlie. Entspanne dich. Du schwebst. Hör zu. Sie sind weg. Ja, und damit herzlich willkommen noch einmal zu Alice Madness Returns. Also zurück in dem Sinne an die, wo halt meinen alten Kanal kennen, an die, wo neu dabei sind. Ein herzliches Willkommen. Nur... Und wir sind hier in einer Art Irrenanstalt. Okay, nicht eine Art, wir sind in einer Irrenanstalt. Und wie wir gerade gemerkt haben, wir sind auch irre. Aber auch nur das, was passiert ist. Das wird wohl im ersten Alice-Teil passiert sein. Den wir vielleicht auch noch spielen, wie gesagt. Und wer ist denn das? Frag Liebestöter. Was? Was? Mein Schlüpfer. Okay, ich weiß ja nicht genau... Schlimmer als dein Zimmer? Was ist dein Locus? Ich glaube, dafür sollte man den ersten Teil gespielt haben, aber egal. Wir laufen mal weiter. Was ist denn? Wo ist die Tür? Man merkt, dass irgendwie voll viele hier jünger sind wie wir. Wir sind die einzigste, wo richtig alt ist. Komisch. Girls' Room. In die Ego-Kamera zu wechseln. Doktor, nicht verkehrt, immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. Ja, das hat man vielleicht gemerkt an der Geschichte, wo sie gerade eben erzählt hat. Oder wo wir gerade gesehen haben. Okay, da, aber der geht's wohl auch nicht viel besser. Die malt da irgendwas auf dem Platz. Kann man vielleicht erkennen, was es ist. Wir kommen nicht weiter runter mit der Ego-Kamera, aber ich glaube, sie malt kopfüber, warum auch immer. Okay, zwei Personen. Eine große und eine kleine und etwas dicker. Okay. Hier eine Puppe, die zerlegt worden ist. Da fühlt man sich doch wohl. Also das ist doch ein Mädchenzimmer. Eindeutig. Ist wieder Doktorzeit? Ich habe mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Sie ist wohl nicht gerade die Angesagteste hier drin. Aber wer will schon angesagt in einem Irrenhaus sein? Home, safe home. Das wohl bei unserer lieben Alice verbrannt ist. Oder war das ihr Zuhause? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch ihr Wunderland. Ich verstehe es nicht so ganz. C. Verstoßene Spielzeuge und abgetragene Schuhe haben eine Vergangenheit wie die, die sie benutzt haben. Meine Vergangenheit ging in Flammen auf. Also doch. Verbrannt. Bilder. Von Personen, die ich leider nicht kenne. Und hier steht noch was. Die Illustrate News. Stellt den unersättlichen Appetit auf die häusliche Hölle und Industriekatastrophen. Feuer in Streichholzfabrik. 6 Mädchen vermisst. Was wäre vorhersehbarer? Die Welt ist im Wahn. Die Welt geht den Bach hinunter. 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Ja. So sind wir eben. Mr. Payne hatte keine Ahnung, wie bescheiden ein Heim sein kann. Ohne meine Bilder und Fotografien könnte das auch mein Zimmer im Irrenhaus sein. Ah, okay, wir sind doch nicht im Irrenhaus. Wir sind in einer Art Heim. Ja klar, deswegen die ganzen Kinder. Okay, jetzt macht's Sinn. Stimmt, okay. Alter, lauter Bilder. Können wir die uns genauer angucken? Okay, das soll, glaube ich, ein Springer sein vom Schach.
das kann ich nicht genau erkennen. Irgendwas durchgestrichenes. Der Hase aus dem Wunderland, der verrückt geworden ist. Dann Labyrinth. Da sind auch die zwei Leute, wo das Mädchen oben gemalt hat. Okay. Der Hutmacher. Pilze. Und der Turm vom Schach. Und ein Buch, was wir leider nicht lesen können. Schade. Ich gehe mal wieder in die normale Perspektive. Und das ist wohl ein Bild unserer Familie, oder? Dieses Foto meiner Familie kam per Post. Keine Nachricht, kein Absender. Ich bin sehr dankbar für dieses Erinnerungsstück. Aber ich würde dem Absender gerne danken. Wer war es? Ich muss ganz kurz, sorry, aber ich muss ganz kurz in die Einstellung, weil mir diese Empfindlichkeit von der Maus viel zu hoch. Wo geht denn das? Nein. Tastatur vielleicht? Nee. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Ja. Spiel vielleicht. Spielschwierigkeit? Nee. Hä? Video? Nee, Video kann es ja auch nicht sein. Okay, vielleicht geht's auch gar nicht. Na egal, dann ist jetzt auch egal. Wir spielen trotzdem weiter. Und sind die also in einem Heim, wie wir gerade rausgefunden haben? Ich habe echt gedacht, das ist ein Irrenhaus, weil da wollte uns ja helfen. Aber, also halt, das war ja so eine Sitzung, aber okay. Ist wohl eine Art Heim. Doktors Liebling. So gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Hat ihre Familie gekillt. Wer wollte die schon? Die hat ihre eigene Familie gekillt? Was? Bestimmt in einem Wahn oder so. Das Selbstbewusstsein des Doktors ist gut eingefangen. Penibel gekleidet, ruhige Haltung. Knapp an klassische Schönheit vorbeigeschrammt. Hat er den Künstler wohl angewiesen, wie seine Nase zu sein hat? Über was Alice sich Gedanken macht. Also wenn ich an so ein Bild vorbeilaufe, denke ich so, sieht gut aus oder sieht scheiße aus. Ich denke mir jetzt nicht, ob das jetzt so gewollt ist oder was weiß ich was. Aber Alice ist halt ein bisschen anders im Kopf und rennt gegen Bücher. So, und jetzt raus hier. Später, in einem anderen Traum, vielleicht. Wo es aber auch nicht gerade schön aussieht und jetzt voll dunkel wird. Oh ne, okay, das war wohl irgendwie grafisch. Pension Lane. Okay, da draußen sieht es nicht gerade besser aus. Ich muss aber ganz kurz gucken, weil ich merke, dass das Spiel nicht so super läuft. Mache ich hier einfach mal kurz die Filter hier aus, vielleicht bringt es ja was. Ah, okay, läuft schon besser. Okay, mit denen können wir nicht reden. Hier kannst du nicht durch, Mäuschen. Geh außenrum. Mäuschen? Ich geb dir gleich Mäuschen. Der Lärm ist so dicht, man könnte ein Haus drauf bauen. Eines Tages nehme ich in den... Was? Nehme ich die Underground, wenn sie jemals damit fertig werden. Margrave Street Station closed. Traffic on Metropolitan and Circle Lenses restricted. Okay, da bauen sie also gerade. Aber wie wir wissen, brauchen Bauarbeiter immer etwas länger. Können wir mit ihnen reden? Können wir nicht, okay. Oh, der macht schöne Musik. Du siehst mir etwas suspekt aus, aber machst tolle Musik, finde ich okay. Kann ich mit leben. Und hier sind wieder Kinder. Aus dem Heim bestimmt. Der chillt gerade mit seiner Alten. Arbeitet ihr auch mal? Wo ist ihre Plakette? Ist sich wohl zu fein für uns? So verschlossen. Will nicht angefasst werden. Wer will das schon? Nie geschlagen worden? Eher versohlt. Also die sind schon ein bisschen, ja, dreist, die Kinder. Oh, und was ist mit der? Der Sandmann kommt in Zug samt Wagen. Die Fenster aus Mondlicht, mit Sternennarben. Still, meine Kleinen, keine Angst in der Nacht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Okay, mit der stimmt auf jeden Fall irgendwas überhaupt nicht. Und wenn das Alice sagt, dann muss da wirklich was dran sein. Eine Katze. Whitechapel Market. Was gibt's denn hier Tolles? Kürbisse, die... Alter, wer will denn die Kürbisse kaufen jetzt mal? Wer will die Kürbisse von dir kaufen? Jetzt, okay, egal. Lassen wir es, wir sind ja nett. Mehr oder weniger. Wieder ein Kind. Manchmal
Manchmal frage ich mich, wo der nächste Käse herkommen soll. Ich habe das ständige Genörgel da. Was das sein soll, weiß ich nicht, aber irgendwelche Texturen. Keine Ahnung, Alter. Ekelhaft. Überall Blut und Schwein. Alter, auf so einen Markt würde ich nicht gehen. Da auch nochmal. Hey, du siehst genauso aus wie die andere Kollegin, die da ihre Kürbisse verkauft. Ach, du verkaufst auch Kürbisse. Okay, dann bist du bestimmt die. Ihre Zwillingsschwester. Und du verkaufst auch wieder. Hey, du verkaufst genau den gleichen Müll wie der da hinten. Und siehst auch genau gleich aus. Cooles Ding, cooles Ding. Hier, das ist der Zwillingsmarkt. Hier sind überall die Zwillingsbrüder unterwegs. Hallo Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Das Kätzchen von gerade eben. Was steht da noch? Was? Warte, ich muss mal in die Ego-Perspektive gehen. Averst und Co. Was? Unusual Specimens. Seiten 1662. Okay. Was auch immer es sein soll. Okay, jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Ich hoffe, dass sich das gleich widerlegt. Wer ist denn das? Das wird dem Alter, der sein. Gib's ihm. Verschwinde, Alice. Ich kann dich schon fürs Übergeschnapptsein einbuchten. Der kennt uns und die zerschlagen da gerade welche. Hört auf, Alter. Der zerschlägt da gerade einen. Hallo? Ich vermöbel dich gleich, wenn ich doch nur könnte. Wenn da keine unsichtbare Wand wäre. Naja, okay. Wir folgen der Katze. Das ist wohl eher unsere Aufgabe. Katze, bleib hier. Bleib doch hier, Katze. Wohin gehst du? Ich folge ungern Katzen in dunkle Gemäuer. Ich weiß nicht. Alter, still's. Jedes Wesen muss letztendlich sterben. Trotzdem schmerzt es, die Überreste einer Kreatur zu sehen. Ja, da hast du recht, Alice. Da hast du recht. Okay, sie haben aufgehört, ihn zu vermöbeln, wie es aussieht. Entweder er ist tot, nee, er lebt noch. Er liegt da, aber ihm geht's, glaube ich, nicht so super. Was ist denn das noch? Können wir da ein bisschen was lesen, so? Medical Times. Gesehen, man's ear. Okay, aber viel lesen kannst du ja nicht. Aber okay. So Leute, und ich würde sagen, im nächsten Part folgen wir der Katze bis da rein. Für die, die dabei waren, wissen, was passieren wird. Ich weiß es auch. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bei der verrückten Alice, die dir ins Gesicht schaut. Also ins Ge... Warte. Ins Ge... Alter! Ich will hier nicht darauf gucken. So, jetzt ins Gesicht schaut. Bis zum nächsten Mal bei Alice Madness Returns.